Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Mission der F16 in der Red Flag Kampagne. So, wir befinden uns wieder. Sind wir in Dallas? Wir sind, glaube ich, in Dallas, ne? Sind wir in Dallas? Ja, wir sind wieder in Dallas. Auf der Dallas Airport Base, Air Force Base. Und zwar sind wir heute Cold One, immer noch Cold One Player, und wir sollen eine Seed-Mission fliegen. Dazu haben wir dabei zwei Raketen, zwei Harm-Raketen, da. Und unser Auftrag ist es, wir haben wieder unsere Wegpunkte hier. Den Angriff vom letzten Mal wieder zu fliegen. Diesmal aber sind wir Cold One und sollen mit einer als erstes reingehen. Fort und Fort Two und Fort One gehen als erster rein, dann kommen Cold Two und Cold One und fliegen Harm-Angriffe. Wir sollen bekämpfen eine SA-2, glaube ich, hier steht es: SA-2, HQ-7, ZSU-23. Obwohl. Ich muss noch gucken, ob ich das irgendwo finde. Marshallplan, Seed Push. Hier am Anfang im Briefing steht, dass wir als Kultur, irgendwo stand das. You will provide a seed support, a strike package task with destroying Red Land. IADS communication feels good, missile batteries and other missile support facilities. You will coordinate with the other seed flight Cold 2. Also Cold 2 spielt er auch noch mit. Flugzeug ist schon an, weil ich nehme das nicht immer mit auf, sonst werden die Videos zu lang. So. Alles klar. Dann gehen wir hin und schalten das den RWR noch ein. Dann gucken wir mal kurz ins INS. INS ist ready. INS können wir auf manuell stellen. Das ist on. Die sind mit Strom versorgt. Haben wir dann auf beiden Pots was dabei? Ja, haben wir. Ist das der Bodencrew, Munition und auftanken. Ist das der Harm-Zielsystem? Ja. Harm-Zielsystem haben wir dabei. Die sollen wir jetzt bekämpfen. Wir sollen wieder um 21:10 Uhr losfliegen bzw. taxien. Da haben wir noch 5 Minuten. Gucken wir noch mal kurz in die Einsatzplanung. So. Start ist 21 Uhr, Taxi ist 21:10 Uhr, Takeoff ist 21:15 Uhr, Departure soll 21:20 Uhr sein im Dream to Sally Corridor. Bei 7 sollen wir wieder in Marshall Orbit fliegen. Unser Seed Push ist um 21:35 Uhr. Gut, mache ich mal einen Pin dran. So. Das sind die F-15s, die reinfliegen. So, wir sollen hier Cold One Player F-16 Flight NH North SA-2 with AGM 88. So, wir sollen eine SA-2 aufklären. Und die. Ja. Von unserem Wegpunkt aus. Ne, wir sollen von da aus Seed anfliegen und Bearing 24118 bekämpfen. Bin gespannt, ob ich die finde. Muss die Harm hochfahren? Ich weiß es gar nicht. Air to ground. Gun. Power on. Wir machen sie einfach schon mal an. Da haben wir das schon mal erledigt.
Dann sagen wir dem Nellis Airport mal Bescheid hier. ATC Nellis, er wird zum Start Erlaubnis. Drei Minuten noch, dann geht's los. Mal gerade schauen, wo wir sind. Wir stehen hier, also rechts, rechts und dann auf 03 zum Starten. Da sind schon die anderen F-16s unterwegs. Die F-15 sind es auch schon unterwegs. Ich muss leider die F-10-Karte noch benutzen. So, auf der Testseite. Nehmen wir das nochmal drauf drücken, die Weapons Page. Data Link. Wie komme ich nochmal? HSD, SMS, FCR. FLE, FLCS, Test, DEY, das ist ein Platzhalter. Blank. Ah, hier. HAD, so hieß es genau. Alles klar. Den haben wir jetzt da. Dann wechseln wir hier mal wieder auf. Ach, ja, Targeting Point können wir auch drin lassen. FLCS brauchen wir nicht, dann machen wir das FCS. Nee. FCR rein. So, wie viel haben wir? 21:09, dann Taxi. Colt 1-1, request taxi to runway. Das können wir mal wegmachen. So. Alles klar. Los will Steering on und los geht's. So. Halt. So, hier müssen wir nochmal anhalten. Und starten sollen wir um 21:15 von Runway 3. Alles klar, der erste Wegpunkt ist drin.
ich irgendwas vergessen? Das ist an. Ich muss nachher dran denken, das Fahrwerk hochzufahren. Vergesse ich jedes Mal. Die Pots sind an, könnten hochfahren. Das ist an, das Tarkan ist auch ein bisschen. Der Data Link ist eingeschaltet. Waffen sind vorkonfiguriert und das war's. Dann warten wir hier, bis wir los können. Gut, das funktioniert auch. Das Ruder geht auch. Gut. Können wir mal in den Einsatzplan gucken. Beziehungsweise, ich habe mir... Warte mal, mein Tablet liegt hier irgendwo. Ich habe mir hier so eine Tabelle aufs Tablet geladen. Und das ist eine Alice-Tabelle. Das heißt, die SA2, SA10, SA6, SA13, SA2, da ist die 126. Das können wir jetzt gleich in der Luft vorkonfigurieren, was wir da einstellen müssen. Da müssen wir aufs HD gehen, dann sagen wir hier boah, wie ging das nochmal? Warte, jetzt muss ich mal gucken. Genau, hier, die brauchen wir leider nicht. Ja. Dann sagen wir ihm Bescheid, er bitte Starterlaubnis. Antwortet er nicht, weil wir noch nicht pünktlich haben. Ne? Drauf ziehen. Jetzt vergessen wir es nicht. So, wir sollen steigen auf 340 Grad, auf 26.000 Fuß. Wir gehen schon mal, steigen schon mal auf Wegpunkt 2.1 zu. Waren noch 26.000, ne?
Ja, 26 bis 29.000 Fuß. So, Wegpunkt 2 eindrehen. Ja, wir gehen noch weiter hoch. Können ruhig mal ein bisschen tiefer gehen wieder hier. So, wo geht denn Wegpunkt 2 her? Drei, vier. Okay. Kurz nicht aufgepasst. 21.000 Fuß. Ein bisschen langsam geworden, wa? Colt 1, Nels Departure, clear tactical, contact Darkstar, UHF, channel 16. Naja, stimmt. Schön. Darkstar, Colt 1, as fragged. Request Sally Corridor via Dream. Channel 16. Colt 1, Darkstar, radar contact. Cleared Sally Corridor by Dream. Shell Tanker, available UHF, channel 14. TACAN 83, Yankee. Arco Tanker, available UHF, channel 15. TACAN 94 Yankee. Picture available on request. Lowdown. South SA2 active. North SA2 active. South HQ7 active. North HQ7 active. East HQ7 active. So, Wegpunkt 3. So, 26.000. Tusk 1, on station at Bullseye 100480 at 13.000. Gut, dann fliege ich mal in die Operation Area und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. On station
Bin ich jetzt aktuell etwas geflogen? Nicht zu langsam? Wer kommt denn da oben? Hallo, wer ist das? Das sind die anderen F-18s, die zu mir gehören. Okay. So, wir sollen bei Marshall Point eigentlich in Orbit fliegen, falls... Nein, sollen wir nicht. Wir sind ja jetzt Seed Push. 21.35 Uhr. Doch, das ist der Marshall Orbit. Der ist hier. Hier ist der Marshall Orbit. Den werden wir aber locker... Wir brauchen noch 2 Minuten dahin, dann brauchen wir keinen Orbit zu fliegen. Ja, die haben habe ich schon mal scharf geschaltet, beziehungsweise die, den Harm-Targeting-Pod. Habe ich schon mal scharf geschaltet. Master Arm ist on. Laser, weiß nicht, ob wir den brauchen. Ich denke nicht. Machen wir alles über die Harm. So, dann gehen wir mal kurz... Ach scheiße, Steuerung K. Shift K, wir gucken mal... Welche Höhe war? 26.000 bis 29.000 war uns zugesagt. Ja. Wir sagen... Ab Wegpunkt 7 sage ich denen, die sollen ihren Angriff fliegen. Oder? Haben wir schon ein Signal? Ich werde aufgeschaltet. Ist das die Sam, die mich da aufschaltet? Warum sehe ich die denn nicht? SR2 sollen wir aufschalten. Die ist auf jeden Fall eingeschaltet. Die wird doch hier angezeigt, dann müsste die doch hier auch angezeigt werden, oder? Da. Da wird mir eine angezeigt. Wir können, aber... Das ist die, die mir angezeigt wird und die hat uns wahrscheinlich auch aufgeschaltet. Obwohl da hinten auch mit 29 unterwegs sind. Aber eigentlich sollen sich leider die F-15 drum kümmern, ne? Da ist wieder eine S auf. So, 21.33 Uhr. Das heißt, wir können direkt unseren Angriff fliegen. Und zwar hier die Sams auf schalten. Ich hoffe, das ist alles richtig, was ich hier mache. Es ist ein bisschen nicht ganz so
ersichtlich. Colt 2 fliegt da an. Wir fliegen von Norden aus an. Ja, wir fliegen von Norden aus an. Halt. Jo, wir können rein. North HQ 7. Jetzt ist die Frage, die, warte mal, die SA2 ist, Moment, in Klasse 3. Theoretisch kann ich Klasse 5 abschalten, Klasse 4, Klasse 2, Klasse 1. Da müsste ich genau das Ziel, ja, dann ist das eine SH2. Ne? Same SH2, ja. So, die sollen wir aber nicht anfliegen. Die sollen wir umfliegen, oder wie? Bullseye? Ich muss auf die F10-Karte gucken, tut mir leid. Ja, wir sollen am Bullseye vorbeifliegen und hier hinten unseren Angriff fliegen. Wäre zu langsam geworden. So, HSD, so. Ah, da ist unser Bullseye. Und das könnte unsere Sam sein hier, ne?
die Sam kann, soll uns egal sein. Wir sollen an über North HQ7 sollen wir drüber fliegen. Hier ist unser Bullseye. Hier ist unser Bullseye. Hier sollen wir drüber wegfliegen. Das ist uns egal. Ja. Wir sollen wirklich hier hinten erst angreifen. Die liegen genau auf unserem Wegpunkt, ne? Das heißt, ich soll die Sam angreifen da. Oder? Ja. Sorry, das ist hier so ein bisschen, ja, schwer draus zu lesen, was ich da angreifen soll. So, das haben wir abgehakt. Das brauchen wir nicht. Wir sind... Nächster Wegpunkt. So, jetzt können wir uns bereit machen. Hier ist die Sam am Bullseye. Tja, keine Ahnung. Ich werde die zwei hier schnappen. Die aufschalten. Das ist eine 2. So, hier wechseln wir von auf die SMS-Seite. Ne, hier müssen wir auf die Weapons-Page. So, PGM 5 ist scheiße. Wir müssen näher ran. Ich könnte aber auch mal auf die andere Seite wechseln. PGM 2. Ich glaube, der ist es egal, wann ich die abschalte. Jetzt haben wir wieder PGM 5. Wenn gleich nochmal 2 kommt. Jetzt haben wir wieder 2. Sollen wir auch die HQ7 angreifen? Steht irgendwas, stand irgendwas drin von HQ? Das sind nicht wir, nee. Feuer. Sag ich den anderen noch? Flug, angreifen, Mission und Rückkehr. Wir schauen mal meiner Bombe zu hier. Gucken erstmal. Okay, die fliegt, wir fliegen im Kreis, wir halten die Höhe, alles gut.
Wie lange steht das da eigentlich? Wie lange die braucht? Die sind schön an einem Abfeuern. Fliegt irgendwie nur geradeaus, ne? Das kann doch nicht so weit gewesen sein. All players, Dark Star, South HQ 7 destroyed. All players, Dark Star, North HQ 7 destroyed. All players, Dark Star, South SA 2 destroyed. Okay, hat sie getroffen? Ne, sie fliegt noch. Sie fliegt irgendwo hin. Wir hauen aber noch eine raus, oder? Jo, die hat sie gefunden. So, wir überfliegen das Zielgebiet aber jetzt nicht. Das ist, die fliegt immer noch, aber das ist meine andere. Und die hat ein Ziel gefunden. Und schießt irgendwo hin. Tja, schade. Ich dachte, ich hätte vielleicht irgendwas getroffen, aber ich habe leider nichts getroffen. Aber meine Kollegen haben was getroffen. Das heißt, wir fliegen zurück. Wir sagen, ich sag meinen Kollegen hier. Zurück zur Formation. Und in Briefing steht drin. Ne, warte, im Nachrichten Message History steht drin. Springfield 11, Springfield Cold 2 Abschuss. Da haben wir es destroyed. Da haben wir destroyed. Da haben wir destroyed. Also wir haben getroffen. Ich habe nicht getroffen. Schade, aber okay. So, dann gehen wir wieder aufs FCR und hier wechseln wir wieder aufs HSD. Und dann fliegen wir zurück. Und dann gucke ich mal, ob ich die Mission geschafft habe.
Wie fallen immer noch Bomben? Wer hat die denn abgeschossen? Ja, 10? Die F-15 unterwegs. Nächster Wegpunkt. Sprit haben wir noch genug. Dann geht's zurück. Tja, wenn wir es nicht geschafft haben, müssen wir es nochmal machen. Oh, da kommt eine MiG-29. Ah, jetzt ist sie weg. Die F-15 sind da. Da oben sind die F-15. Und die kümmern sich um die Mix. Das sind MiG-29 dabei. Komm, wir geben mal Gas, Jungs. Ist das die Sams? Die Sams, die schalten mich, glaube ich, auf, ne? Oh, jetzt quatscht doch nicht alle durcheinander. Colt 1-1, Darkstar 1-1, Bra 254 450 at 22,000.
Der hat zwar noch nicht gesagt RTB, aber okay. 4-2, Showtime, you're dead. 4-1, Splash Bandit at Bulls 208 for 12 at 22,000. Bin ich jetzt der Erste, der zurückfliegt, oder was? Die F-16s hier. Da kommen die ersten F-15er zurück. Das ist, glaube ich, die, die wir vorher geflogen sind. Die fliegen jetzt ihren Angriff. Darkstar, Colt 1, in-flight report. Target destroyed. Colt 1, Darkstar, copy. Jo, das war's. RTB. Oh, ich hab mich schon Sorgen gemacht, dass ich das nicht schaffe. Alles klar, dann sehen wir uns bei der Landung wieder. Würde ich sagen. Bis gleich. Landing. So, wenn die jetzt runter ist, müsste der uns eigentlich reinrufen. Da sind wir, glaube ich, gestartet. Landing. Alter, das ist zu blöd, ich geh jetzt runter.
Oh! Ah, das muss ich noch üben mit dem Landen, ne? Ich hätte viel weiter ausholen sollen. Jo, das war's. Wir sind da. Wir sind wieder zurück. Und ich muss mal gucken, wie ich das mit diesem TechView hinkriege. Alles klar, die Mission war auch erfolgreich. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Mission. Ich bin schon ziemlich gespannt darauf, was das für eine Mission ist. Bisher finde ich diese Mission extrem cool und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.